So, hallo allerseits. Ich fahre fort mit dem Thema GIS mit Go, wie man die Programmiersprache Go für Geodaten nutzen kann. Was man hier sieht, ist das Logo von Go und außerdem das Maskottchen, das heißt Gopher oder Goofer. Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht, und das werdet ihr jetzt noch öfter im Gopher im Vortrag sehen. Kurz zu mir: Mein Name ist Jakob Miksch, ich bin Softwareentwickler bei der Firma Citycom. Wir machen Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation und ich konkret im Bereich Glasfaser. Und wir haben da eine Geodateninfrastruktur aufgebaut, beziehungsweise Kollegen von mir, und die haben das mit Go gemacht. Und dann habe ich mich auch mal dran versucht und mich ein bisschen schlau gemacht, wie man Go denn für Geodaten nutzen kann. Und ich war relativ erstaunt, wie angenehm das Entwicklungssetup war oder das Reinkommen in diese Programmiersprache, weil ich eben schon ein paar Programmiersprachen getestet habe. Also allen voran so ein bisschen niedrige Sprachen war das Java, und ich fand es immer sehr, also wenn es mal funktioniert, war gut, aber oft hat man ein bisschen Probleme gehabt, das ganze Setup einzurichten, und bei Go war das wirklich sehr, sehr angenehm. Wen es noch genauer interessiert, wie wir diese GDI aufgebaut haben, da habe ich morgen auch noch einen Vortrag über QGIS Server, wie wir das benutzen und da auch eben Go davor geschaltet haben. Und jetzt kurze Facts zu Go. Das wurde 2007 bei Google entwickelt, also ist verhältnismäßig jung, hat relativ wenige Keywords und lesbaren Syntax, und die Sprache ist wirklich darauf optimiert, dass es angenehm zu lesen ist und dass auch Entwickler, die jetzt nicht viel in dem Projekt gearbeitet haben, trotzdem relativ schnell verstehen, worum es geht. Dann die Programmiersprache ist sehr performant. Auch so Multithreading und solche Sachen sind gleich von vornherein mit eingebaut. Hat vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, aber was ich jetzt häufig beobachtet habe, sind, dass es eben für Webservices genutzt wird, im Cloud-Bereich, aber auch Kommandozeilenwerkzeuge kann man damit machen. Die Entwicklungs-Experience ist, wie schon gesagt habe, sehr angenehm. Man installiert das einfach, indem man so einen kleinen Snippet ausführt auf der Kommandozeile und hat eigentlich schon die ganzen Tools mit dabei. Also da ist nämlich auch schon Formatierung mit dabei, und man kann bei Go ist von vornherein vorgegeben, welche Formatierung man machen muss, und wenn das nicht richtig formatiert ist, dann kompiliert das Programm einfach nicht. Das heißt, es gibt auch keinen Streit, welche Formatierung ist die richtige ist oder falsch. Es ist einfach von vornherein vorgegeben, es gibt nur eine einzige, und man startet einfach mit Go Run das Programm, und es läuft einfach schon los, und die Dependencies werden auch automatisch installiert. Also das ist auch so ein bisschen Lessons learned aus anderen Programmiersprachen. Deployment ist auch sehr einfach. Man kann einfach ein Binary deployen, oder erzeugen. Das läuft sofort auf Windows, Mac oder Linux, beziehungsweise muss halt für jede Plattform eins machen und hat üblicherweise auch keine weiteren Dependencies mehr, sondern steht einfach für sich. Dieses Binary kann einfach rumgeschoben werden, verschickt werden und dann wieder weiter ausgeführt werden. Und um mich ein bisschen schlau zu machen, was Go eben alles so kann, habe ich eine Sammlung gemacht auf GitHub, wo ich mal versucht habe, alle Projekte, die im Geo-Umfeld, die mit Go geschrieben sind, zu sammeln. Die könnt ihr euch gerne mal angucken. Die sind ein bisschen aufgeteilt nach Bibliotheken und Servern, die es dazu eben gibt. Und dann möchte ich noch kurzen Shoutout machen für ein Plugin-Repository für QGIS, das ein Kollege bei mir bei Citycom eben entwickelt hat. Das nutzen wir, um die QGIS-Plugins, die wir lokal eben nutzen, zur Verfügung zu stellen, sodass dann die User sich ganz normal über den Plugin-Manager bei QGIS sich die Plugins runterladen können und wenn es auch Updates gibt, auch informiert werden. Und da gibt es tatsächlich auf der FOSGIS auch noch andere Vorträge oder einen Vortrag, der auch dasselbe Konzept hat, nur in einer anderen Programmiersprache, falls es jemand noch mehr interessiert. Dann mein Fazit. Also es eignet sich auf jeden Fall, Go eignet sich sehr gut, um so APIs zu machen, Datenbanken anzubinden. Deployment ist einfach, Developer-Setup ist super einfach. Meine Einschätzung zum GIS-Ökosystem ist allerdings noch ein bisschen, dass es verhältnismäßig schwach ausgeprägt ist. Es gibt für viele Bereiche schon ein paar Bibliotheken, aber ich habe das Gefühl, dass oft immer nur ein Entwickler da dran war und es dann auch oft länger Zeit keine Copies mehr gab, und auch für diese klassischen Programme wie GDAL, Broach und Geos gibt es auch keine eindeutigen Bibliotheken, sondern immer zwei konkurrierende. Und also es kann funktionieren, muss es eben prüfen. Jetzt ist die Zeit abgelaufen.
Und ja, also meine Aussage ist, es eignet sich auf jeden Fall sehr gut für so Glue-Code, also um Sachen miteinander zu verbinden und auch für manche Geo-Anwendungen. Zum Schluss noch ein paar Links und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.